Hallo meine Lieben und willkommen. Ja, ihr habt mich wieder dazu gebracht, das Waffeleisen auszupacken. Ab jetzt folgen wieder richtig coole neue Waffeleisen-Videos. Wer hat so richtig Lust darauf? Schaffen wir die 5000 Likes? Ich lasse mich überraschen. Heute habe ich wieder richtig coole Dinge mitgebracht, die wir im Waffeleisen brutzeln werden. Schaut mal Freunde, wer von euch kennt denn diese Cheeseburger? Normalerweise macht man die in der Mikrowelle oder man legt sie im Backofen. Aber wir werden diesen Cheeseburger heute in Waffeleisen legen. Und dann habe ich auch noch Popcorn für euch. Wir haben schon mal versucht, Popcorn in Waffeleisen zu machen, aber wir haben noch nie fertige Popcorn in Waffeleisen gelegt. Das werden wir heute machen, das wird super cool. Dann habe ich in meinem Kühlschrank hier einmal Mettwurst gefunden, die ist schon seit ein paar Wochen abgelaufen. Deswegen, Freunde, macht euch keine Sorgen, das hier ist keine Lebensmittelverschwendung. Ja, meine Freunde, auf geht's! Beginnen wir mit der Mettwurst. Na, Freunde, wer von euch denkt, dass wir daraus eine Frikadelle bekommen? Schreibt es in die Kommentare, schnell! Okay, wir schauen mal nach. Hoppale. Ups. Das ist wohl irgendwas schief gelaufen hier. Oh, ich nehme das mal wieder runter. Oh, oh, ah, ah. Wir hätten, glaube ich, also, was heißt wir? Ich hätte, glaube ich, ein bisschen Öl drauf schmieren sollen. Oh, das brutzelt aber schön. Oh ja. Das ist zwar schon abgelaufen, aber es riecht trotzdem lecker hier drin. Uah. Schaut mal, Freunde. Uah. Nochmal, schaut mal, Freunde. Hier haben wir unsere kleine Waffelfrikadelle, aber ich lasse sie nochmal ein kleines bisschen brutzeln. Okay, wir schauen mal nach. Hoch. Schaut mal, Freunde, die Frikadelle ist wieder ganz geworden. Wir haben die jetzt ganz hingequetscht bekommen. So, ich nehme das mal ganz, ganz vorsichtig runter. Oh, heiß. Heiß. Boah, das habt ihr bestimmt vermisst, ja? Dass Tommy sich wieder verbrennt. Ah, schaut euch das mal an. Das sieht doch sehr, sehr lecker aus. Das ist so eine kleine Frikadellenwaffel. Also wenn ihr Eltern habt, dann gebt diesen Tipp unbedingt weiter. Aber vergisst nicht zu sagen, dass Öl drauf geschmiert werden muss. Wow. Also Freunde, das sieht echt lecker aus, oder? Wer hat denn von euch schon mal so eine Hackfleischwaffel gesehen? Ich auf gar keinen Fall. Ich würde da gerne reinbeißen, aber wie gesagt, das ist 3 Wochen alt. Uah. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vielleicht machen wir mal... Nee, wir machen das hundertprozentig. Wir machen einen Tag mal Frikadellen im Waffeleisen und dann werde ich sie auch essen. Schön mit Ketchup und Brot. Mmh. Mmh. Na, na, na. Ah. Du sollst brutzeln. Okay, okay, ich geb schon Gas. Ja, die Popcorn sahen leider zu verführerisch aus. Aber jetzt ballern wir sie den Waffeleisen rein. So. Ein bisschen verteilen. Ein bisschen verteilen. So. Und jetzt könnt ihr raten, Freunde. Wird daraus jetzt gleich eine Popcornwaffel rauskommen? Oder machen wir hier nur wieder Scheiße? Schreibt es in die Kommentare. Und auf geht's! Na, schon fertig? Oh nein. Schaut euch das mal an. Wow. Sieht sehr, sehr cool aus. Aber wir haben noch nicht unsere Waffe. Wir machen das mal wieder zu. Okay, Freunde, dann lasst uns das Ding mal inspizieren. Also die meisten Popcorn sind hier oben an der Decke kleben geblieben und die halten noch nicht zusammen. Die fliegen hier einfach so ab. Aber die haben so eine, ich will nur gerade sagen schöne, aber so eine braune
gare Farbe bekommen, so als wenn wir sie schön gebrutzelt haben. Schaut euch das mal an. Da, Freunde. Aber die sehen so richtig dreckig aus, als wenn sie den ganzen Dreck von Waffeleisen, der hier in diesen Rillen drinne ist, mit aufgesogen haben. Das glaube ich auch. Das Waffeleisen sieht sauberer aus als vorher. Ja, Freunde, das sind Popcorn in Waffeleisen. Okay, wir machen mal weiter. So, das Waffeleisen ist wieder sauber. Dann lasst uns mal das Radiergummi reinstecken und den Deckel zuklappen und abwarten, wie es dann gleich aussieht. Da drinnen steckt das Radiergummi. Man kann es leider nur sehr, sehr schlecht sehen. Auch von dieser Seite ist so gut wie nichts zu erkennen, Freunde. Und von hier oben kann man sowieso nichts erkennen. Vielleicht ja hier. Ah nee, doch nicht. Passiert denn da schon was? Boah, es ist schwer aufzumachen. Oh ja, da passiert was. Ja, es weicht sich langsam auf. Ah, es ist so heiß. Aber es bringt Spaß. Macht das niemals nach, Freunde. So, wir machen den Deckel wieder zu. Okay, ich glaube, die Zeit ist gekommen, Freunde. Was ist das für eine Suppe? Uah, schaut euch die mal an und da oben auch. Da. Das ist alles flüssig geworden. Schauen wir uns doch mal das Radiergummi unten an. Da ist es. Boah, ich würde sagen, das sieht aus wie so ein Snickers, als wenn ich jetzt hier einen Snickers reingelegt hätte. An was erinnert euch das? Boah, ich würde denken, da war jetzt ein Snickers drin. Aber es war leider dieser Radiergummi. Und seht ihr diese komischen Farben hier? Dieses Braune, das kommt vom ganzen Dreck. Boah. Ja, der Radiergummi ist Matsch. Ich nehme mal so ein bisschen. Ich rühre das mal. Ich nehme mal so ein bisschen ab und dann lassen wir das mal trocknen und dann schauen wir uns das gleich mal an, wie das dann so aussieht gleich. Ich habe das jetzt mal 20 Minuten abkühlen lassen und es ist wieder richtig hart geworden, wie so ein Radiergummi. Und ich denke auch, dass man den auch noch benutzen kann. Ja, das ist auf jeden Fall sehr hart. Ich will euch noch was ganz Cooles zeigen. Ich habe immer sehr, sehr viele Schwierigkeiten gehabt, was wieder aus dem Waffeleisen rauszubekommen. Und einmal kam ich auf die Idee, Sachen lieber trocknen zu lassen. Und dann, wie wir sehen, das demonstriere ich jetzt mal, geht das viel, viel leichter wieder ab, wenn man es trocknet. Und schaut mal, da, es sieht alles raus. Hier ist der ganze Dreck vom Waffeleisen. Und schaut euch mal an, wie schön sauber diese Fläche hier geworden ist. Hier, das da oben habe ich auch abgerissen. Da und da. Da kann man schön sehen, wie man das Waffeleisen sauber bekommt. Vielleicht ist das mal so ein cooler Trick für Tastaturen oder so, da ist ja mal Staub drin. Einfach mal flüssiges Radiergummi draufgießen, trocknen lassen und wieder abziehen. So, meine lieben Waffeleisen-Fans, die Zeit ist gekommen, den Cheeseburger reinzulegen. Eins, zwei und Nummer drei. Mmh, yum, yum, yum. Das sieht doch lecker aus, oder? Dann klappen wir das Ding mal zu. Da brutzelt der Cheeseburger. So, Freunde, ich möchte jetzt in den Kommentaren sehen, Hashtag Cheeseburger. Wer steht alles auf Cheeseburger? Ganz egal, vom Burger King, McDonald's oder hier so ein Waffeleisenburger. Schreibt es in die Kommentare. Lasst uns den Burger zerquetschen. Es fängt schon an, richtig lecker zu riechen und lecker auszusehen. So, die Zeit ist gekommen, den Burger zu inspizieren. Oh ja. Schaut mal, das sieht doch mal mega lecker aus. Das nennt sich also Waffelburger. Boah, das war so heiß. Ach, wir drehen das Ganze mal. Wow, Freunde, schaut mal, der hat richtig die Waffelform bekommen und das sieht auch schön knusprig aus und es ist auch sehr, sehr heiß. Schaut euch das an, der Käse, schneller, schneller,
Oh, so, oh, okay. Der Käse ist auch richtig schön geschmolzen. Also wenn das kein leckerer Burger ist, also wenn da jetzt auch nicht so heiß, wenn da jetzt nicht so viel Dreck drinne wäre. Schaut euch das Ganze mal an, Freunde. Da ist so viel Dreck drinne, wirklich. Dann würde ich das probieren. Mann, ich habe so Hunger, ich habe den ganzen Vormittag noch nichts gegessen. Ich werde da jetzt so gerne reinbeißen. Das sieht so lecker aus. Wer würde auch gerne reinbeißen? Schreibt mir eure Gefühle, eure Emotionen. Wer hat Hunger auf diesen Cheeseburger hier? Wer wird den gerne genauso essen wie ich? Und kann es nicht? Ja, Freunde, das sieht doch mal mega, mega geil aus. Richtig coole Idee habt ihr da gehabt. Freunde, schaut mal, was ich hier noch alles habe. Ich habe hier noch so viel Süßkram und Spielsachen und noch viel, viel mehr, was ihr alles nicht sehen könnt. Das werden wir alles noch im Waffeleisen brutzeln. Schreibt eure Ideen im Waffeleisen rein. Wir brauchen noch viel, viel mehr Ideen, damit wir diese Waffeleisen-Reihe am Leben behalten. Ja, meine Lieben, noch einen Daumen nach oben, bitte unterstützt mich und die Tommy-Family. Das Video war extra für euch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wer noch nicht abonniert hat, jetzt abonnieren und Teil der Tommy-Family sein. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Peace!